Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Linke wird dem Antrag der CDU an dieser Stelle heute zustimmen, weil wir sehen die Sachlage eigentlich genau umgekehrt, wie Frau Kappert-Gonter sie eben dargestellt hat, weil man einfach, weil wir da meinen, ja, das soll es geben. Ne? Nein, ich sag mal, die CDU hat eine kleine Anfrage zu der Frage der Suchtprävention und der Suchtkrankheit bei, oder der, ja, doch, der Suchtkrankheit bei geistig behinderten Menschen gestellt. Daran wurde auch sehr freizügig und sehr richtig durchaus Defizite zugegeben durch den Senat oder beschrieben. Und ich will mal sagen, dieses Behandlungszentrum, was Sie planen und was jetzt umgesetzt wird, findet natürlich auch unsere vollständige Zustimmung. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich auch mal ein bisschen umhört, erscheint es uns sehr sinnvoll zu sein, speziell auch den Suchterkrankungen da Unterstützung zu geben für die ganzen Träger. Also wir haben ja mittlerweile eine relative Trägervielfalt, weil wir eben die Inklusionsrechte im Grunde genommen von geistig behinderten Menschen jetzt in der, sage ich mal, in der neueren Zeit wesentlich erweitert haben. Das führt dann aber auch dazu, dass die Probleme teilweise größer geworden sind. Die CDU beschreibt es da in ihrem Antrag. Und wenn man sich umhört, hört man schon aus dem Martinsclub oder Netzwerk Selbsthilfe oder sowas, wo man sagen kann, die versuchen schon aufgrund eigentlich mangelnder Ansprechpartner sowas wie eine Suchtprävention oder eine Suchthilfe für sich auszuorganisieren, weil es für die Träger einfach wichtig ist. Die Suchtproblematik und ich denke, das weiß Frau Kappert-Gonter eigentlich auch ganz genau. Natürlich gehört Sucht auch in den Gesamtkanon von psychischen Erkrankungen, aber trotzdem, ich glaube, im Alltag, und das zeigt sich eigentlich überall, dass sehr oft mit Suchtproblematik vor Ort anders umgegangen werden muss. Und dazu, denke ich mal, hat die CDU einen guten Antrag gestellt. Ich meine, da wird ja nicht gesagt, ihr müsst das und das machen, sondern es ist die Aufforderung, bis zu einem bestimmten Datum ein Konzept, was bestimmte Punkte berücksichtigen soll, vorzulegen. Und wir finden als Linke zumindest, dass das ein guter Ansatz ist, der sich überhaupt nicht beißt mit dem Zentrum. Nur das Zentrum wird sozusagen die Suchtproblematik meinetwegen beim Martinsclub oder bei anderen Trägern deshalb ja nicht aus der Welt schaffen. Ich glaube schon, wir haben uns das schon verstanden. Sie wollen das sagen, es ist integraler Bestandteil dieses Behandlungszentrums. Und wir sagen in diesem Fall auch mit der CDU zusammen, es kann durchaus sinnvoll sein, in solchen Einrichtungen wie dem Martinsclub oder dem Netzwerk Selbsthilfe an den Stellen gerade für Sucht eine Suchthilfe einzurichten, weil es in den institutionellen Zusammenhang besser reinpasst als ein Gesamtbehandlungszentrum. Das ist unsere Position, deshalb unterstützen wir diesen Antrag der CDU.